Robert Becker, der Autor der Geschichte, schreibt schon mehrere Gedichte. Er schreibt auf Deutsch und Ungarisch und seine Werke sind in deutschen Anthologien und Zeitschriften erschienen. Der Autor sprach über sein neues Buch. Der Titel ist Die Hausschlange und es geht um eine alte Geschichte, wonach man die Hausschlange, wenn sie zu Hause auftaucht, nicht töten darf. Das ist so eine Sage oder weiß nicht, bei uns im Dorf gewesen. Und ich habe das umgeschrieben, weil im Original heißt es, dass ein kleines Mädchen auf der Türschwelle gesessen hat und hat gefrühstückt, hat eingebrockte Milch gegessen. Und die Mutter hat in der Küche gehört, dass das Mädchen immer sagt, eins dir, eins mir, eins dir, eins mir. Und dann hat sie geschaut, da war eine Schlange, die das Mädchen gefüttert hat. Und die Mutter hat dann in ihrem Schreck diese Schlange getötet. Und daraufhin ist dann das Mädchen auch gestorben, kurz darauf. Also bei mir in diesem Märchenroman, das klingt positiv aus, also es kommt nicht dazu, dass das Mädchen stirbt. Es ist auch schon ein größeres Mädchen, die ist so 12 Jahre alt, Anna heißt sie, sie ist die Hauptheldin und die Hausschlange, die sie kennenlernt und gemeinsam müssen sie durch manche Hindernisse zum Schlangenkönig, der einen Fluch bricht und so bleiben sie beide am Leben. Also da gibt es dann mehrere Gestalten noch, die auftauchen im Märchen. Eine Eule, eine Eidechse, der Räuber Milosch und dann halt auch der Schlangenkönig. Ja. Während der Vorstellung des Buches Die Hausschlange sprach Zoltán Schmidt, Leiter des Regionalbüros Fünfkirchen, mit dem Autor. Die Buchpräsentation fand in Feket statt, einer Gemeinde, wo das Ungarneutum noch präsent ist. Außerdem spielte die persönliche Bindung eine wichtige Rolle. Dieses Buch wird hier in der Pranau, in der Baranya, zum ersten Mal vorgestellt. In Budapest wird noch eine Buchvorstellung, aber die allererste Buchvorstellung ist hier. Wir haben einen Ort gesucht, wo wirklich noch Schwaben wohnen und die Mundart auch verstehen, weil Hochdeutsch ist schön und gut, aber diejenigen, die die Mundart verstehen, das ist noch vielleicht hier in Feket. Und der Dichter, der Schriftsteller Robert Becker, seine Partnerin stammt auch aus Feket, ich stamme auch aus Feket und dann hat sich es ergeben, dass wir das hier organisieren. Naja, und dann das Übliche, es wurden E-Mails und sowas weitergeschickt an die deutsche Selbstverwaltungen hier in der Pranau, auch in der Somogy, aber auch noch in die Tolna und in die Bacska, also diese südungarischen Regionen. Ein Buch wie dieses kann allen Altersgruppen gefallen. Seine Besonderheit ist, dass es in der Mundart geschrieben ist und so trägt es zur Bewahrung der ungarneutschen Traditionen bei. Für alle Junggebliebene, also es können Kinder sein, aber ich denke, es ist so geschrieben, ich habe so Verseinlagen auch angebracht an vielen Stellen und ich denke, es kann Spaß machen und es gibt auch ein bisschen Spannung drin und so und ich denke, auch so alte Leute wie ich, der es geschrieben hat, können noch Spaß dran haben. Obwohl das Buch nicht in Hochdeutsch, sondern in der Mundart geschrieben ist, zog es viele Besucher an. Solche Werke geben Jugendlichen eine Möglichkeit, diese Form der deutschen Sprache zu erwerben. Weil das unsere Kultur ist. Nicht nur Tanzen und Singen, das ist natürlich auch unsere Kultur, aber und Dichten und Gedichte zu schreiben gehört auch dazu. Aber ich glaube, das ist eine besondere Sache, dass man, dass er, Robert Becker, nicht nur in Hochdeutsch schreibt, sondern auch in der Mundart. Und das ist ja unsere Ursprache, weil die hochdeutsche Sprache haben wir in der Schule gelernt. Alle in der Schule. Aber die Mundart, das Schwäbische, das kommt von Herzen. Und deswegen ist es wichtig, dass diejenigen wenigen, die das noch sprechen und verstehen, dieses Buch lesen oder das Hörbuch anhören können und auch hierher kommen zur Buchvorstellung. Die Mundart spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der ungarneutschen Traditionen. Die Fekeder versuchen auch, die Traditionen der Sprache neben dem Tanz- und Musikerbe weiterzugeben.